Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und hoch. Ist heute mal Feuerwehrmod. Und zwar wurde uns gemeldet, dass ein Fahrzeug einen Unfall hatte. Und wir wissen nicht genau, ob da noch Personen drin sind. Es wurde nur gesagt, wo das ungefähr ist. Dann hätte ich mal sagen, fahren wir jetzt direkt auch mal los mit dem schicken HLF4. So, dann mal gucken, wo der Einsatz sein könnte. Es wurde gesagt, irgendwo hier in dem Bereich, hier so links, da wollte irgendwer mit so einem, irgendeinem speziellen Ding, wollte der hier probieren, den Berg raufzufahren, was anscheinend nicht wirklich geklappt hat. Lass mal suchen. Ich hätte mal sagen, ich spende jetzt erstmal die Straße ab. So. So, dann zum nächsten Fahrzeug. So. Der hat leider nicht reingepasst, deswegen hatte ich die Tore hier bei dem Ofen. So, und ich sage, fangen wir hier mit dem auch mal hin. Der lässt sich aber ganz schön schwer fahren. Der hat ziemlich viel Gewicht anscheinend drauf oder so. Lässt sich dann halt irgendwie mal sehr blöd fahren. Ihr merkt es auch, ich komme hier gar nicht vorwärts wirklich. Weil er halt einfach so ein bisschen komisch ist, aber jetzt so. Ah, er ist auch ziemlich schwer zu steuern. Ja, wie ihr seht, ist ein bisschen schwerfällig zu fahren, aber sonst geht das eigentlich. Boah, der gehört doch ziemlich schnell ins Schwanken. Ist nicht so einfach mit dem, aber ich denke, das werden wir noch irgendwie hinkriegen. So, da sind wir auch schon an der Einsatzstelle. Ja, ich würde sagen, den Kran fahren wir jetzt erstmal nicht aus. Was ist denn jetzt mit dem los? Alles klar. Lol. Ich weiß gerade nicht, was mit dem los ist. Jetzt scheint es zu gehen. So, dann gehen wir jetzt einmal in Richtung Rettungsdienst. Wir wissen ja nämlich nicht, ob es Verletzte gibt. Let's go. Deutsches Rotes Kreuz. Sehr schön von MAN.
Und dann geht es erstmal zum Unfallort. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die Suche nach dem Fahrzeug. Ich hoffe, wir haben Erfolg dann. So, let's go. Fahrzeug wurde gesichtet. Es liegt auf der Seite. Keine Insassen mehr drin. Ich würde mal sagen, wir fahren da mal. Wir probieren mal hier mit den Fahrzeugen gleich hochzufahren. Ich würde sagen, mit dem Rettungswagen jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie mit den Fahrzeugen hier da hochzukommen. Dass wir den aufstellen können und dann abschleppen können irgendwie. Steige ich hier wieder ein. Fliegendes Schild. Interessant. So, dann einmal vorsichtig hoch hier. Okay, also das ist schon so für den anscheinend. Der setzt sonst auf und kommt dann nicht mehr vorwärts. So, hier können wir hoch. Ja, um hier hochzukommen, brauchen die Fahrzeuge schon ein bisschen PS. Aber wo war das nochmal? Okay, hier kommt er anscheinend nicht mehr hoch. So. So. Dann fangen wir mal mit dem hier jetzt noch mal probieren. Ich hoffe, das klappt. Ich habe ein bisschen Schissel, dass das nicht funktioniert, weil der halt auch so schwerfällig zu fahren ist. Ja, das habe ich mir nämlich fast schon gedacht. Lol. Das funktioniert anscheinend nicht wirklich. Mal gucken, ob er woanders hochkommt vielleicht. Jetzt kann ich da vorne gar nicht mehr fahren. Das Fahrzeug ist anscheinend ein bisschen buggy. Ich stelle es einfach hier hin. Was soll man denn jetzt mit dem Fahrzeug machen? Weil wir sind jetzt kein Kranfahrzeug mehr. Ich würde sagen, wir bauen erstmal die Batterie aus. So. Jetzt ist das Fahrzeug auch erstmal sicher, dass es nicht mehr drin kann.
Versuch mal vorsichtig das irgendwie aufzustellen. Ganz vorsichtig da dran. Dürfen das ein bisschen Feuerwehr? So, okay. Das hätten wir. Mal gucken, ob das Fahrzeug noch fahrbar ist, dass wir das vielleicht dann so vielleicht abtransportieren können. Gucken, ob es noch startet. Starten tut's noch. Ah, nicht lange. Wir müssen ja auch irgendwie wieder die Batterie einbauen. So. Gucken, ob das Ding noch sich noch fahren lässt. Ja, funktioniert alles wieder. So, wir bringen das dann jetzt einmal weg. Gucken, ob das auch noch schneller fahren kann. Ja, 50. Ich würde sagen, wir stellen das erstmal hier zum Händler rein. Der kann das dann reparieren. Eine Person wurde nicht gefunden, was uns sehr bedrückt. Wir hoffen, dass es der Person gut geht und dass sie sich bald melden wird. Ah, na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.